Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal von ADA Motors. Neben mir bzw. hinter mir seht ihr das schon, heute geht es um den Maverick. Wir haben nicht nur ein Modell, nicht zwei Modelle, sondern drei Modelle gleich für euch aufgebaut. Einmal die XRS, die XDS und einmal hinter mir die XRC. Alle brandneu, alle 23er Modelle, zwei von den drei Modellen, wie ihr schon seht, auch schon ein bisschen umgebaut, noch nicht ganz fertig, aber wir wollten es euch natürlich nicht vorenthalten und das zeigen wir euch heute mal. Damit fangen wir auch an in der Triple Black Ausführung, 23er Modell, jetzt auch erstmalig 23 mit Smart Shocks bei der Triple Black. Letztes Jahr war es das bekanntliche blaue Design, sage ich jetzt mal. Viele Kunden wollten aber den schwarzen haben. Can-Am hat da auch sehr gut reagiert, muss man sagen, weil die Triple Black Konstellation, ich finde sie super. Auch mit dem umfangreichen Umbau, was wir jetzt hier haben. Wir sind noch nicht ganz fertig, es fehlen noch ein, zwei Sachen. Gerade wie zum Beispiel auch hier oben keine Spiegel, ein Rammschutz vorne fehlt noch. Wir zeigen euch das Fahrzeug auch nochmal, wenn es komplett fertig ist. Wir haben hier auch das Audiodach verbaut, auch mit Beleuchtung, da gehen wir später noch mal ein bisschen drauf ein, wollen das dann aber auch noch mal in einem separaten Video etwas genauer erklären, was für verschiedene Möglichkeiten man da hat. Aber jetzt kommen wir hier mal zu dem Umbau. Wir haben hier die Powerflip Windschutzscheibe, das Ganze aus Polycarbonat, gibt es auch mit Option Wischer. Wir haben hier links und rechts zwei Dämpfer, wir können die Scheibe elektronisch hoch und elektronisch runterfahren. Ähnlich wie bei der Trackster, nur die Trackster macht es manuell mit einem Hebel. Hier haben wir das Ganze, wie gesagt, elektronisch angesteuert. Dass der gute Mann, der das Fahrzeug gekauft hat, natürlich auch ausreichend Sicht hat, haben wir hier einmal die original 99 cm LED-Bar oben auf das Dach gemacht mit einer Leuchttraverse, was bei der Turbo eigentlich das Muss ist, sage ich jetzt mal. Was auch noch ein sehr gutes Gimmick ist, gerade geländeeinsatztechnisch, haben wir hier die extra breiten Kotflügel, einmal vorne sowie natürlich auch hinten. Gerade wenn ich im Gelände unterwegs bin, ihr seht, die Reifen sind sehr, sehr grobstollig. Die wirbeln sehr viel Dreck auf. Wir haben hier offen keine Türelemente, also keine weichen Türelemente, oben keine Türelemente hier unten. Wenn ich die Kotflügelverbreiterung nicht habe, das schmeißt mir den kompletten Dreck ins Fahrzeug. Also das ist wirklich, auch im Gelände fahre ich ja meistens mit Helm, weil wenn ich den Kopf hier oben an dem Querträger anschlage, es tut schon weh. Aber ich sehe danach aus wie Sau. Also eigentlich kann ich mich mit kompletten Klamotten unter die Dusche stellen. Deswegen auch die Kotflügelverbreiterung. Wie gesagt, Geländeeinsatz bei der RS natürlich super gegeben. Wir haben hier auch nochmal die Schwellerschutzverkleidung, Schwellerschutzrohre nachgerüstet aus Alu. Das ist auch wirklich, macht natürlich optisch jede Menge her, schützt einem natürlich auch ein Gelände. Wir haben
am hinteren Teil einmal hier die Nummertafelhalter, beziehungsweise eigentlich schimpft sich das Kennzeichenhalter. Kennzeichenhalter macht in dem Fall keinen Sinn, weil es außen ist. Aber hier kann man zum Beispiel, wenn man jetzt damit Rennen fährt, eine Stadtnummer drauf machen oder sich sein Logo drauf machen. Der Kunde wollte das aber aus einem komplett anderen Grund, nämlich kommt da hinten noch ein Koffer drauf. Und manche von euch werden es vielleicht auch kennen, im Gelände unterwegs, gerade Schlamm, Matsch, die Reifen schmeißen alles hoch. Jetzt bin ich gefahren, 3 Stunden. Bin komplett außer Puste, will was trinken, lauf hinten zum Koffer hin und der komplette Koffer ist eingesaut und muss erstmal mit meiner Hand drüber fahren, dass ich ihn überhaupt aufbekomme. Deswegen hier nochmal als kleiner Schutz auch für den Schlamm, vor allem für die Dämpfer auch und natürlich schlussendlich auch für den Koffer, dass man da das Ganze vielleicht ein bisschen vor Schlamm schützen kann. Bevor wir an den Umbau gehen, haben wir, wenn wir das Fahrzeug uns von hinten mal anschauen, natürlich optimale Sicht auf den Dämpfer bzw. auch hier oben auf die Druckkammer. Wie vorhin schon erwähnt, hierbei handelt es sich um das SmartShox-Modell, sprich elektronisches Fahrwerk. Alle 4 Dämpfer kommunizieren miteinander und können das Ganze, also jeder Dämpfer kann die Druck- und Zugstufe 200 Mal in der Sekunde verstellen. Die Vorderachse kommuniziert mit der Hinterachse, also weiß die Hinterachse praktisch, bevor was passiert, was denn auf einen zukommt. Ich kann im Cockpit vorne, zeige ich euch auch nochmal den Schalter, das Ganze zwischen 3 Modis wählen. Also hier wirklich fahrwerkstechnisch das Nonplusultra, was man eigentlich haben kann. Aber kommen wir jetzt auch zum Umbau. Natürlich hier hinten einmal der Prerunner-Rammschutz, der nicht fehlen darf. Die Rückfahrkamera. Ihr seht jetzt hier auch schon, der LOF-Umbau ist eigentlich fertig, bis auf die Spiegel. Wir haben ja hier die Leuchten im Originaldesign, hier auch in schwarz getönt, was bei dem Triple Black Modell natürlich super genial aussieht. Das Einzige, was einem da ein bisschen ins Auge fällt, ist einmal der Kugelkopf, die Nebelschlussleuchte und der Endschalldämpfer, der andersfarbig in dem Fall nicht schwarz ist. Das scheint so ein bisschen raus, aber aus meiner Sicht auch einfach die perfekte Farbkombination. Triple Black, All Black, genau so muss es sein. Den Kennzeichenhalter haben wir hier einmal unten angebracht für kleine Kennzeichen. Bei einer Turbo nimmt man auch keine PKW-Kennzeichen, sprich keine Einzeiler. Man nimmt die klassischen Quad-Kennzeichen. Bei der Dragster sieht das Ganze wieder ein bisschen anders aus, aber sie würden auch optisch hier bzw. passformtechnisch gar nicht reinpassen. Wie gesagt, hier hinten fehlen auch noch 1, 2 Gimmicks, die der Kunde bestellt hat, aber schlussendlich sind wir eigentlich hinten schon so gut wie fertig. Für alle, die unsere Videos zuvor noch nicht gesehen haben, ich zeige euch jetzt alle einmal noch die Standlicht-Blinker-Bremslicht-Kombination hinten. Dazu machen wir einfach mal den Warnblinker an. Wir haben hier natürlich auch das klassische Lauflicht, links wie rechts. Passt sich, wie gesagt, Originalfassung, passt super rein. Optisch finde ich es genial. Machen wir hier auch natürlich einmal die Zündung an, dann sehen wir natürlich auch einmal das Standlicht dazu. So sieht das Ganze aus. Und bremsen können wir natürlich auch. Genau. Vorne praktisch genau dasselbe, bloß ohne die Bremslichtfunktion. Standlicht-Blinker-Kombination natürlich vorne auch. Standlicht in Milchglas können wir euch auch gerne nochmal zeigen. Hier jetzt auch einfach nochmal der Warnblinker mit dem Lauflicht, wenn wir den Warnblinker einmal ausmachen. Haben wir hier einmal das Standlicht, eben wie gesagt, in diesem Milchglas, auch in der Originalfassung. Wenn wir jetzt gerade am Thema dabei sind, schwenken wir einfach einmal rüber zur DS. Ihr seht hier vorne, der Platz ist da. Allerdings hat die DS die charakteristischen Standlichtleuchten nicht serienmäßig. Dank dem LOF-Umbau, den wir natürlich auch hausintern machen, rüsten wir dann hier auch die Blinker-Standlicht-Kombination nach. Vorne natürlich wie hinten. Und dann passt sie natürlich hier auch wie bei der RS, wie bei der RC perfekt hier vorne rein. Wir haben jetzt mit der RS angefangen. Wenn man das Ganze chronologisch betrachten würde in einer Liste, wäre die RS einmal das mittlere Modell, das kleinste Modell und auch das günstigste Modell wäre hier die DS. Wir haben hier auch ein 64 Zoll Modell, bezieht sich auf die Achse, sprich die DS hat eine schmalere Achse im Gegensatz zur RS oder zur RC. Bei den größeren Modellen, sage ich jetzt mal, bei der RS oder bei der RC, egal ob SmartShox oder nicht SmartShox, haben wir eine 72 Zoll breite Achse. Ihr seht es auch, die A-Arme sind anders.
Auch von der Materialstärke, allein der Radstand ist auch knapp, oder nicht der Radstand, die Achsbreite sind knapp 20 cm Unterschied. Man sieht es natürlich optisch auch direkt auf den ersten Blick. Um jetzt schlussendlich, oder was heißt schlussendlich, um als nächsten Punkt mal auf die Unterschiede einzugehen, fangen wir einmal ganz oben an beim Dach. Die RS hat serienmäßig ein Kunststoffdach, wurde entnommen. Der Kunde wollte, wie gesagt, das Audiodach haben. Bei der RC haben wir serienmäßig das Aluminiumdach. Bei der DS haben wir serienmäßig kein Dach. Für uns relativ praktisch jetzt, nämlich im Innenraum, fällt uns auch direkt auf, die Sitze sehen komplett anders aus. Wir haben hier eben nicht den doppelt abgenähten Sitz mit den extra Seitenwangen in diesem Carbonlederoptik, haben keine 4-Punkt-Automatikgurte, wie wir es jetzt hier beim RS haben. Hier auch nochmal den Sitz zu sehen, hier mit diesem Carbon-Optik, auch hier schön mit dem X eingenäht. Die 4-Punkt-Automatikgurte, wie man es vom Rennsport kennt, sage ich jetzt mal, natürlich Fahrer und Beifahrer. Bei der DS, wie gesagt, haben wir hier einmal den 3-Punkt-Gurt, ganz normal, wie man es auch vom PKW kennt. Gehen wir weiter nach vorne, sehen wir auch anhand vom Tacho, dass dieser auch etwas kleiner ist wie bei den größeren Modellen, sage ich jetzt einfach mal. Wir haben hier den kleinen Tachoformat. Bei der RS bzw. bei der RC haben wir dann auch schon den großen Tacho. Vorhin habe ich euch auch gezeigt, eben mit dieser Standlicht-Blinker-Kombination serienmäßig bei der RS bzw. RC das Standlicht schon vorne mit drin, wo wir jetzt hier eben dank unserem Loftumbau das Milchglas reingebaut haben. Bei der DS hier haben wir einmal die schwarze Blende drin, kein Standlicht serienmäßig. Dank dem LOF-Umbau können wir das natürlich aber auch problemlos nachrüsten. Ein wichtiges Merkmal fehlt bei der RS noch, wenn wir jetzt gerade im Innenraum sind. Nämlich haben wir bei der RC die Türelemente unten schon serienmäßig dran. Bei der RS, wie ihr jetzt hier seht, sind sie nicht dran. Die kommen auch noch dran, weil das ist eigentlich auch so ein Must-Have bei den Turbomodellen, gerade im Gelände, wie gesagt. Hier unten einmal komplett offen, der ganze Dreck fliegt rein. Man sieht aus wie Sau. Das ist das gleiche Prinzip praktisch wie mit den Kotflügelverbreiterungen. Aber wie gesagt, bei der RC ist sie ja schon serienmäßig verbaut. Interieurtechnisch sind wir eigentlich relativ gleich. Von der RC zur RS. Ein paar Schalter sind anders, aber optisch gesehen und grundausstattungstechnisch gesehen sind wir hier gleich. Ja, man könnte jetzt sagen, warum ist da ein anderer Schalthebel drin mit diesem Alublech? Das ist ein Lone Star Paket, hier auch schon kundenspeziell umgebaut, genauso wie der elektronische Gerätehalter hier oben. Im Inneren befindet sich einmal eine 12-Volt Steckdose, die wurde geändert auf Kundenwunsch auf USB-Steckdose. Wir haben, wie gesagt, hier klar links den Blinkerhebel dank der LOF, aber hier hinten einmal den Schalter für die Beleuchtung auf dem Dach, genauso wie den Schalter für die Flipscheibe, den wir natürlich nachgerüstet haben. Und das Highlight wirklich bei diesem Fahrzeug neben der Flipscheibe ist einmal das Audiodach, was auch hier die Lautsprecher einmal beleuchtet sind, natürlich mit Fernbedienung. Ich kann die Farbe wechseln, beziehungsweise sie wechselt sich in diesem Fall auch automatisch. Die Rückfahrkamera, ihr seht jetzt hier keinen Bildschirm. Ich mache das einmal gerade wieder aus. Ihr seht jetzt hier keinen Bildschirm, denn hier der Rückspiegel fungiert als Rückspiegel und auch als Rückfahrkamera. Wir können ihn auch gerne einmal anschalten, dann seht ihr das auch. Einen kurzen Moment. So, die Rückfahrkamera wird selbstverständlich auch noch eingestellt. Muss man leider sagen, dass in Kombination mit dem Prerana-Rahmschutz hinten und einer Rückfahrkamera, kann ich euch auch gerne noch mal hinten zeigen. Wir gehen gerade einmal nach hinten. Dann kann ich es vielleicht ein bisschen besser erklären. Offizieller Anbringungsort und auch hier in dem Fall die beste Möglichkeit, die Rückfahrkamera zu platzieren, ist einmal hier hinten an der Faszie. Prinzipiell gibt es drei richtige Scheibentypen, mal abgesehen von der Halbscheibe. Einmal hier die Flipscheibe, wie wir es hier haben, die Polycarbonatscheibe, wie wir es bei der RC hatten und eben der klassische Glaswindabweiser. Mit oder ohne Wischer spielt in erster Linie mal keine Rolle. Bei der Flipscheibe ist geil,
super Sache. Ich kann sie elektronisch raus und reinfahren. Allerdings habe ich ein relativ kleines Sichtfenster, weil ich hier oben nochmal eine Plexiglasscheibe habe, sage ich jetzt mal. Dadurch beeinträchtigt sich mein Sicht etwas. Das Schöne ist, gerade während dem Fahren, ihr kennt es von den Dragster-Videos, da muss ich es manuell machen, aber während dem Fahren hier einfach unten über den Knopf. Scheibe zu. Und genau so fährt sie natürlich auch wieder auf. Sprich, ich möchte ein bisschen Fahrtwind haben, mache ich sie einmal auf. Blöd gesagt, im Gelände, es fängt an zu regnen, mache ich sie wieder zu und das Ganze ohne irgendwelche Handgriffe, alles per Knopfdruck, alles elektrisch. Natürlich kann ich auch hier einen Wischer nachrüsten, der würde dann einmal von oben, hier oben drauf sitzen praktisch, von unten geht ja in diesem Fall nicht. Typisch wäre es aber von unten wie bei der Turbo, allerdings wie gesagt, dank der Flipscheibe würde der Ganze hier oben nachgerüstet werden, ist in dem Fall natürlich auch kein Problem, der Kunde wollte es in dem Fall nicht. Wir zeigen euch als nächstes Fahrzeug bewusst die RC, weil es für euch, denke ich mal, einfacher später euch zu zeigen, was sie nicht hat, wie bei der DS euch zu erklären, was die größeren Modelle schon serienmäßig haben. Bei der RC ganz andere Grundausstattungsmerkmale wie bei der RS. Fangen wir hier einfach mal an. Hier stehe ich gerade. Wie gesagt, die unteren Türpaneele, die wir schon serienmäßig haben, kann ich natürlich bei jedem Modell auch nachrüsten. Auch bei der DS, bei der RS, gar kein Thema. Schwellerschutzrohre oder Rocksliders in dem Fall bei der RC schon serienmäßig. Bei der RS haben wir sie ja nachgerüstet. Kommen wir hier einmal nach vorne, sehen wir auch hier einmal der A-Armschutz. Hier vorne Unterbodenschutz serienmäßig, auch hier vorne Alu, darüber nochmal Kunststoff. Also hier wirklich eigentlich doppelt und dreifach gesichert. Der RC-Rammschutz, den wir hier brauchen, denn wir haben serienmäßig die Seilwinde. Ihr wisst ja, wenn ihr die Videos zuvor schon gesehen habt, Rammschutz bei Seilwinde ist Pflicht. Bei den Maverick-Modellen, was für ein Rammschutz, spielt in erster Linie gar keine Rolle, aber ich brauche einen. Hier jetzt auch schon LOF-Umbau, oder der LOF-Umbau hat hier auch schon stattgefunden, ist auch schon fertig. Hier die Standlicht-Blinker-Kombination von uns. Normalerweise wäre hier das Standlicht in Klarglas drin, wie selbe Prinzip wie, wie bei der RS. Gehen wir weiter hoch, sehen wir hier einmal Aluminiumdach. Bei der RC natürlich auch serienmäßig. Bei der RS hatten wir hier ein Kunststoffdach. Gehen wir weiter nach hinten, sehen wir auch an den Schwingen hier unten einmal noch die extra Kunststoffverkleidung, Unterbodenschutz. Wenn wir hier reinfilmen, sehen wir hier auch nochmal den dicken Unterbodenschutz am Fahrzeugunterboden, da wo er natürlich auch hingehört. Was wir bei dem RS-Modell vergessen haben, wäre einmal die Radreifenkombination. Die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Wir haben hier auch beim RS-Modell einmal die Bedlock-Felge mit den 32 Zoll Carnivore-Rädern. Bei der DS beispielsweise haben wir nur 30 Zoll Räder und auch keine Bedlock-Felge. Allerdings trotzdem 14 Zoll Felge. Bei der RC aber eine weitere Besonderheit, was wir bei keinem Modell haben, außer beim RC-Modell, ist nämlich einmal die 15 Zoll Bedlock-Felge. Auch 32 Zoll Reifen, allerdings keine Carnivores, sondern Liberties. Was die Straßenfahrt für die Leute, die auf der Straße fahren möchten, ein bisschen angenehmer macht. Und natürlich auch das Trailfahren, wo für das Fahrzeug schlussendlich eigentlich gedacht ist. Bedlock-Felge, um es euch noch mal ganz kurz zu erklären, hat folgenden Vorteil. Der Reifen wird praktisch auf die Felge gespannt, der wird nicht montiert, wird er schon, ja. Allerdings wird er mit diesem Bedlock-Ring hier außen, mit diesen 16 Schrauben, auf die Felge gepresst praktisch. Der sitzt dann zwischen Felgenhorn und Bedlock-Ring und wird dann eben mit diesen 16 Schrauben verschraubt. Vorteil bei dieser ganzen Geschichte ist einmal das Geländefahren. Ich kann hier 0 bar fahren oder bis zu 0 bar fahren. Der Reifen wird niemals oder kann nicht von der Felge runterrutschen. Bei der DS beispielsweise mit ihren Standardfelgen, normalen Felgen, keine Bedlock-Felgen, ist es nicht möglich. Der Reifen wird zu breit und irgendwann rutscht er über das Felgenhorn drüber und dann stehe ich da und habe keinen Reifen mehr auf der Felge. Das passiert bei den Bedlock-Felgen eben nicht. Deswegen habe ich hier, gerade bei den großen Modellen, wo ich eher ins Gelände fahre damit,
eben die Radreifenkombination oder eben speziell die Bedlockfelgen. Fangen wir hier an beim Zubehör, was der Kunde speziell ausgewählt hat. Wir haben hier keine Glasscheibe, auch keine Flipscheibe wie bei der RS. Wir haben hier eine Polycarbonatscheibe mit Wischer mit gehärteter Beschichtung. Jetzt werden viele sagen, oh, Polycarbonatscheibe mit Wischer im Gelände, das verkratzt. Ja, muss man ganz ehrlich sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass der Wischer durch den Dreck, Staub etc. irgendwann Schlieren, Kratzer etc. in die Scheibe reinziehen wird. Aber wir haben auch eine RC, wir nutzen die auch, wir fahren die eigentlich so gut wie im Gelände. Da ist eine Glasscheibe drin mit Wischer. Wir haben die Glasscheibe in den letzten 2 Jahren bestimmt 3-mal tauschen müssen, weil jedes Mal, wenn ein kleiner Unfall passiert, ihr fahrt, wie auch immer, hier dagegen, der Rahmen oder die Scheibe ist fest mit dem Rahmen verbunden. Hier entsteht ein Druck und die Scheibe reißt. Ihr schmeißt das Fahrzeug auf die Seite, die Scheibe reißt. Das Fahrzeug landet auf dem Dach, die Scheibe reißt. Also ihr merkt immer, wenn im Gelände kann ja sowas mal passieren, dass man einen Überschlag hat oder whatever. Die Scheibe ist immer das Erste, was davon kaputt geht. Bei der Polycarbonatscheibe kann das zwar auch passieren, die Wahrscheinlichkeit ist aber wesentlich geringer, weil die Scheibe flexibel ist. Und, großer Vorteil, ich kann sie hier durch diese Verschlüsse, links, rechts, jeweils 2, und hier unten super easy einfach tauschen, beziehungsweise auch rausmachen. Wenn ich jetzt sage, oh, ich brauche sie jetzt eigentlich gar nicht. Das Dach hier oben ist auch nur mit Bajonettverschlüssen festgemacht, sprich das Dach runter, die Scheibe raus, Dach wieder drauf, fertig. Bei einer Glasscheibe brauche ich Werkzeug dafür. Das ist zwar hier auch bloß eingeführt, sitzt aber so bombenfest, dass ihr das ohne Werkzeug praktisch gar nicht rausbekommt. Und mal kurz eine Scheibe zu tauschen, auch noch wenn sie gerissen ist, das ist ein Heidenaufwand. Dann liegen überall Glasscherben im Innenraum, da muss man das wieder sauber machen. Also worauf ich hinaus will, für den Geländeeinsatz ist eine Polycarbonatscheibe mit gehärteter Beschichtung in diesem Fall die bessere Wahl. Wenn ihr aber sagt, ihr nutzt das Fahrzeug im Alltag, fahrt damit zur Arbeit, einkaufen, bei Regen, bei Wind und Wetter, der Wischer läuft eigentlich den ganzen Tag, dann würde ich euch in diesem Fall wirklich die Glasscheibe empfehlen. Auch bei der RC handelt es sich ja, wie vorhin schon erwähnt, um ein umgebautes LOF-Fahrzeug. Hier hinten mit der Standlicht-Bremslicht-Blinker-Kombination in dem getönten Schwarz. Auch hier den Kennzeichenhalter, eigentlich praktisch genau dasselbe wie bei der RS. Was bei der RC jetzt mehr auffällt wie bei der RS, weil die RS ja Triple Black ist. Und hier hinten haben wir den Rahmen in Wagenfarbe. Hier oben haben wir 2 Bolzen, sage ich jetzt mal, oder 2 Stehbolzen mit Muttern, genauso wie hier unten unter dem Anhängebock. Ihr werdet euch jetzt fragen, was bringt mir das? Das sind 2 Stehbolzen mit 2 Muttern, aber da ist nichts dran geschraubt. Wenn wir bei der DS sind, kann ich euch das später mal zeigen, die kommen ja nicht serienmäßig mit einem Anhängebock. Den Anhängebock, den machen wir ja hin, dank der LOF. Und wenn wir jetzt mal hinten reinschauen, sehen wir hinten einmal eine Platte, wo praktisch die oberen 2 und die darunter folgenden 2 Stehbolzen miteinander verbunden sind. Das sorgt für mehr Stabilität im Geländeeinsatz. Wir haben hier auch eine ganz andere Materialstärke. Auch der Rahmen, die Materialstärke hat sich geändert im letzten Jahr. Darüber haben wir auch schon ein Video gemacht. Das fügen wir euch gerne mal in der Videobeschreibung ein, wo wir eben gerade auf die Besonderheiten, auf die Neuheiten, was sich hier geändert hat, bei den Turbomodellen speziell geändert haben. Wir gehen mal direkt rüber zum DS-Modell. Da sehen wir es. Fahrzeug noch im Originalzustand praktisch aus der Kiste raus. Kein LOF-Umbau. Und hier sehen wir es, die große Trägerplatte, was jetzt hier auch, wie gesagt, für Steifigkeit sorgt. Hier oben einmal die 2 und hier unten die 2 sieht man jetzt ein bisschen besser. Auch hinten natürlich mit dieser Platte, mit diesen 2 bzw. mit diesen 2 verbunden. Und sorgt einfach, wie gesagt, für mehr Stabilität, Steifigkeit im Gelände. Die Trägerplatte hier kommt bei einem LOF-Umbau selbstverständlich raus, weil da muss ja auch irgendwo die Anhängerkupplung hin. Last but not least, die XDS, natürlich auch Turbo RR, seit dem 22er Modell auch mit derselben Leistung wie die großen RS und RC. Hier auch 200 PS Dreizylinder Turbo, auch die große Variomatik. Also ihr seht, motortechnisch sind wir hier gleich. Chassistechnisch, wie gesagt, komplett unterschiedlich, beziehungsweise vor allem bei der Achse. Wie vorhin schon erwähnt, 64 Zoll breite Achse, keine 72 Zoll. Die A-Arme hier vorne auch. Materialstärke komplett anders. Man sieht es auch schon allein an der Form, dass hier was anders ist.
Wir gehen hier nochmal kurz drauf ein. Wie gesagt, die Standlicht-Bremslicht, oder Entschuldigung, Standlicht-Bremslicht-Blinker-Kombination wäre hinten. Standlicht-Blinker-Kombination haben wir hier noch nicht, ist noch kein LOF-Fahrzeug, aber hier auch die Standlichter serienmäßig nicht verbaut. Kein RAM-Schutz, kein gar nichts, sage ich jetzt mal. Hier auch das Fahrwerk in der einfachsten Ausführung eigentlich. Dreistufig einstellbar mit diesen Hebeln hier oben. 1, 2, 3. Bezieht sich praktisch auf den Härtegrad. Natürlich kann ich dieses Fahrwerk hier auch über das Gewinde anpassen. Das ist ein Gewindefahrwerk wie bei den anderen Modellen auch. Schauen wir uns die Preise an von den drei Modellen, die wir heute euch vorgestellt haben. Die RC ist das teuerste Modell, was wir euch heute vorgestellt haben. Kostet 38.499 Euro. Die RS, also die XRS im Triple Black, ist preistechnisch gleichgestellt mit der RC, auch 38.499 Euro in der SmartShox-Variante. Der Witz bei der ganzen Geschichte ist, es gibt nochmal eine RS, die ist 200 Euro teurer, kann aber genau dasselbe, hat nur eine andere Farbe. Die ist blau-grau, kostet 38.699 Euro und jetzt hier zu dem Hammer, die DS, ist knapp oder genau 10.000 Euro günstiger und kann leistungstechnisch haargenau dasselbe. Fazit, am Ende vom Tag, ganz klare Kaufempfehlung, die DS. Wie gesagt, nochmal ganz kurz, die teuerste RS in SmartShox-Variante, blau-grau, 38.699 Euro, die DS genau 10.000 Euro günstiger. Man hatten zwar ein paar Einbußen, wenn wir aber mal ganz ehrlich sind, wenn man es auf dem normalen Weg, auf der Straße, sage ich jetzt mal, benutzt, wird man das Ganze auch nicht missen. Für die Technik-Freaks unter euch, ganz klar, die RS mit der SmartShox-Variante, genau das Richtige. Auch hier nochmal kleine Info am Rande, die RS ist das einzigste Modell, was es mit der SmartShox-Variante gibt. Nicht die DS, nicht die RC, nur die RS. Die RC braucht man nicht viel drüber sagen, die spricht eigentlich für sich. Geile Grundausstattung, man braucht eigentlich relativ wenig noch zusätzlich dazu machen. Wir beispielsweise haben auch eine RC. Unser Manko bei der ganzen Geschichte finde ich jetzt mal das Aluminiumdach, das ist relativ laut, es kleppert vor allem im Gelände. Also wir hätten da eigentlich lieber das Kunststoffdach, bei der RC das Aluminiumdach aber schon dabei. Vorteil wieder bei der DS, ich kann einmal alles bestimmen. Ich habe kein Dach, ich kann mir das Dach aussuchen und die 10.000 Euro, was ich bei der DS an der Grundanschaffung spare, kann ich dann auch wieder in Zubehör packen und bin trotzdem in einer guten Grundausstattung immer noch günstiger wie bei der RS serienmäßig. Was meint ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare und darauf kommen wir jetzt auch schon zum Schluss. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, abonniert den Kanal, lasst ein Like da, folgt uns auf Instagram. Hier kommen natürlich auch wöchentlich Updates, auf Facebook genauso. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.